Gestern ist der neue Trailer zum Film Jurassic World Dominion rausgekommen. Ich hoffe, ihr habt ihn schon gesehen. Falls nicht, checkt gerne die Videobeschreibung ab. Dort ist das Ganze verlinkt. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann schon mal spoilern. Ich fand ihn wirklich richtig gut und ich bin jetzt echt gehypt auf den dritten Jurassic World Teil. In diesem Video möchte ich euch mal meine persönlichen Highlight-Momente aus dem Trailer zeigen. Ich kann euch leider aus Copyright-Gründen keinerlei Videomaterial zeigen, aber ich habe eine Menge Screenshots vorbereitet und mit diesem kann ich euch eigentlich das auch ganz gut erklären. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch immer den Original-Trailer aus der Videobeschreibung anschauen. Den ersten Punkt, den ich mega, mega gut finde, ist, dass wir wieder die alten Charaktere aus den Jurassic Park-Filmen in Jurassic World Dominion zu Gesicht bekommen. Unter anderem natürlich Ian Malcolm, was ja schon lange bekannt war. Dann haben wir auch noch Alan Grant und Ellie Sattler. Am Ende sieht man dann auch nochmal so ein richtig schönes Bild, wo die drei zusammenstehen. Genau in der gleichen Reihenfolge, wie sie auch 1993 im ersten Jurassic Park Film zusammenstanden. Was ich auch noch richtig gut finde, ist, dass man in dem Film viele verschiedene Biome und Wetterbedingungen zu Gesicht bekommt. In den anderen Jurassic Park und Jurassic World Filmen war es ja meistens eher immer so eine tropische, dschungelige Gegend. Und hier sieht man dann auch mal eine verschneite Schneelandschaft, in der dann eine Herde Parasaurolophus vor Owen auf einem Pferd wegrennt. Und am Ende fängt Owen auch noch einen dieser Paras, was auch nochmal ein echt schöner Screenshot ist. Und dann sieht man auch noch als krasses Gegenstück zu dieser Schneelandschaft eine Wüstengegend, in der dann auch eine Herde von Parasaurolophus unterwegs ist. Diese hat sich sogar vermischt mit einer Herde von Pferden. Und das ist für mich auch nochmal so ein richtig schönes Bild, weil man dann halt diese Vermischung von den heutigen Tieren hat und den von damals gelebten Dinosauriern. Also ich finde es irgendwie ganz cool, dass die sich so zusammentun und dann in einer Herde umherlaufen. Es gibt aber natürlich auch wieder Szenen in dem Film, welche dann in diesem Standardbiom, sage ich mal, spielen, nämlich dieses dschungelige, sumpfige. Und in diesem Sumpf sieht man auch eine ganz besondere Kreatur, die ich mega feier. Nämlich ist das der Pterycinosaurus. Den kennt ihr sicherlich alle mit den langen Krallen. Spätestens wenn ihr Ark oder so gespielt habt, hat er bestimmt schon mal eure Base zerstört. Und in dem Trailer sieht man, wie Claire vor diesem flüchtet und dann ins Wasser untertaucht, in der Hoffnung, dass sie dann nicht gefunden wird. Und mit dem Pterycinosaurus haben wir dann auch eine super Überleitung zu meinem nächsten Highlight-Punkt. Nämlich sind das gefiederte Dinosaurier. Der Pterycinosaurus gehört natürlich dazu, der hat auch ein sehr schönes Fell. Aber wir sehen in dem Trailer zum Beispiel auch noch den Pyroraptor, welcher mit einem dichten, knallroten Federkleid ausgestattet ist. Und ich finde, der sieht wirklich richtig cool und mega böse aus. Ich finde auch besonders schön diesen Kontrast zwischen dem knallroten Federkleid und der verschneiten Schneelandschaft im Hintergrund. Und dann hat man als nächstes auch noch den Quetzalcoatlus gesehen, welcher auch ein wunderschönes Federkleid hat. Und bei dem finde ich es besonders beeindruckend, wie riesig dieser ist. Weil schaut mal hier auf dem Screenshot den Vergleich zu dem Flugzeug an. Das ist wirklich krass, wie groß der Quetzal ist. Das waren jetzt zwar die drei Dinosaurier, die gefiedert sind aus dem Trailer, aber wir werden im Film dann sicherlich noch viel mehr sehen. Wir haben ja auch schon in dieser Kurzpreview den Oviraptor zum Beispiel gesehen und den T-Rex mit Federn. Und dann haben wir in dem Trailer natürlich Blue wieder zu Gesicht bekommen. Und sie war nicht alleine, denn sie hat Nachwuchs bekommen. Und das kleine süße Baby von Blue hat auch diesen blauen Streifen an der Seite von Blue vererbt bekommen. Das Baby heißt übrigens Beta. Und man sieht in dem Trailer, wie Blue der Kleinen Jagen beibringt. Und das ist am Ende auch von Erfolg gekrönt. Das Hauptmerkmal oder die Besonderheit von Beta ist übrigens, dass sie am rechten Fuß keine Kralle mehr hat, also die ist abgebrochen, diese große Raptor-Kralle. Was ich in Jurassic World Dominion auch noch richtig cool finde, ist, dass die Dinosaurier in die Welt der Menschen richtig tief eindringen und dann auch mal in der Großstadt unterwegs sind.
Auf diesem Screenshot kann man zum Beispiel einen Carnotaurus und einen Allosaurus mitten in der Großstadt sehen. Aber es gibt auch noch viele weitere Szenen in diese Richtung, zum Beispiel die T-Rex-Szene im Kino oder eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad in der Stadt mit Velociraptoren. Diese Szene mit dem Dilophosaurus fand ich auch noch besonders cool, weil die halt auch an den ersten Jurassic Park Teil angelehnt ist. Ihr erinnert euch sicherlich alle noch an Dennis Nedry, das war der, der alles sabotiert hat. Und der wurde ja auch, ähnlich wie es hier dargestellt ist, von dem Dilophosaurus dann verspeist. Der Mosasaurus darf in so einem Trailer natürlich auch nicht fehlen. Man sieht ihn, wie er hier ein Fischerboot angreift und dieses zum Kentern bringt. Und dann haben wir noch diese krasse Szene, wo dann ein riesiger Fleischfresser in einen Käfig beißt. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, was könnte das sein? Also für mich sieht es nicht nach einem T-Rex aus, aber ist echt schwer zu sagen. Also ihr könnt gerne mal eure Guesses in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen der, in Anführungszeichen, Endboss dann sein wird, was auch immer da gerade zubeißt. Vielleicht ist das der Giganotosaurus, weil den sieht man auch in einem weiteren Screenshot, wo er aus dem Dunkeln auf unsere Helden zuläuft. Und das waren meine persönlichen Highlights aus dem Jurassic World Dominion Trailer. Der Trailer ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut ihn euch auf jeden Fall an und schreibt dann eure Meinung zu dem Trailer und zu dem Film in die Kommentare. Und mich würde es auch sehr stark interessieren, wie euch diese Art von Video gefallen hat. Also soll ich mehr zu Dominion bringen oder wollt ihr lieber Gameplay zu Jurassic World Evolution 2 sehen? Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und falls ihr wirklich mehr Infos zu Jurassic World Dominion haben wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich Bescheid weiß und mich dann auch ein bisschen mehr darauf fokussieren kann. Ich bedanke mich jetzt vielmals bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.